Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, heißt es. Oder besser hieß es. Denn auf breiter Front sind jetzt die Herren der Schöpfung zum Großangriff auf das Reich der Damen angetreten, auf die Küche. Im Gaza-Kochkursus haben sie sich verschworen. Der Student, der Architekt, der Ingenieur, der Handwerker und Beamte, wie kann Lucull frohlocken? Ich kenne keine Vorgesetzten und Untergebenen mehr, ich kenne nur noch Köche. Woanders mögen blinde Kräfte sinnlos walten, hier am Hefeteig aber kann der Mann gestalten, setzt er seine Muskeln richtig ein. Unter dem Motto Männer, die für Mutti kochen, erarbeitet sich eine verschworene Gemeinschaft von 17 Herren die Grob und Feinheiten edler Kochkunst. Auch unter der härtesten Schale schlägt ein feinfühlend Männerherz. Und wenn es heißt, trennet mir das Gelbe vom Weißen, dann verrichtet auch ein Muskelmensch zarte Präzisionsarbeit. Noch ist man zwar auf weiblichen Rat angewiesen und Frau Obst erteilt ihn gern, aber bald schon lässt sich keiner dieser wackeren Köche noch etwas vormachen. 3x3 Stunden im Monat sind vorgesehen. Dieser Schnellkochkursus in der Tauentzienstraße kostet 3 Mark. Noch mögen Hausfrauen mitleidig lächeln, sie fertigen sicherlich Prinzesskartoffeln schneller an. Und auch Tomaten soll man schon geschickter abgezogen haben, aber am zweiten Abend kann man schließlich noch keine Wunderdinge erwarten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Koch im ganzen Land? Diese Frage dürfte schwer zu beantworten sein, angesichts der Köstlichkeiten, die gestern Abend zubereitet und für die Ewigkeit schriftlich festgehalten wurden. Den betreffenden Damen werden die Augen übergehen. 3 Stunden lang schwangen die Herren die Kochlöffel und das Ergebnis waren lukullische Kunstwerke, die man gemeinhin nur den Hausfrauen zutraut. Thunfisch mit Senfsoße, eine Gemüseplatte, gebackenes Kalbsherz und als Dessert feine Hefekrapfen und Bananen-Ingwer-Creme. Probieren geht bekanntlich über Studieren und auch für das künftig kochende Familienoberhaupt gilt, zufriedene Mienen danken es ihnen. Hoffentlich wird es ihnen auch einst gedankt, den Männern, die für Mutti kochen. Warum lernen Sie kochen? Ich studiere noch, meine Frau ist berufstätig und so koche ich hin und wieder abends. Ich habe Gelegenheit, an einer Safari in Afrika teilzunehmen, muss allerdings unter anderem auch kochen können. Warum lernen Sie kochen? Ja, weil es mir Spaß macht, ich habe Freude daran und bin Feinschmecker.